Ja, lieber Erik, lieber Stefan, als Professoren am Karlsruher Institut für Technologie habt ihr ja bereits viele Doktorandinnen und Doktoranden begleitet und promoviert, darunter auch zahlreiche FZI-Kolleginnen und Kollegen. Was macht denn eurer Meinung nach eine gute Betreuung während der Promotion aus? Zwei Aspekte sind da wichtig. Man muss bereit sein, sich auch voll einzulassen. Auch für uns gilt, dass das Betreuen der Promotion keine Trennung zwischen Beruf und Freizeit bedeutet. Also, ich heißt auch, wenn jetzt jemand eine gute Idee hat und schickt mir die Freitagabends, kann eigentlich die Person sicher sein, dass sie übers Wochenende eine Antwort von mir kriegt. Oder ja, dann, also ich sage dann auch nicht, nee, ich bin jetzt sozusagen in Freizeit und ab 8 Uhr morgens, montags denke ich wieder, wenn ich ein interessantes Thema kriege oder mal im Paper sitzt. Gilt auch für mich genau diese Dreier-Unterteilung, Arbeit, Forschung, Freizeit, ja, und weil man an der Arbeitszeit halt oft wenig wegmachen kann, rutscht halt die Forschung dann in die Freizeit oder so, wie man dann auch immer möchte, ja. Ich glaube, sowas muss eine gute Doktormutter, Doktorvater machen und halt auch einfach vollen Einsatz vorleben. Es hat viel mit Vorbild zu tun, also glaube ich. Also den Begriff Vater oder Mutter würde ich jetzt nicht überstrapazieren. Und es ist für uns schon eine Herausforderung, zum einen die Selbstständigkeit der wissenschaftlichen Arbeit zu ermöglichen und zum anderen aber auch Rahmen zu setzen und Eckpunkte zu setzen, Hilfestellungen zu geben, die vielleicht auch mal nur sein können, lesen Sie mal hier, lesen Sie mal da oder gehen Sie mal auf die Konferenz. Diese Möglichkeiten oder, wie wir vorhin sagten, auch das passende Projekt zu akquirieren, an Land zu ziehen und damit auch Potenziale überhaupt erstmal aufzuzeigen für die wissenschaftliche Arbeit. Das ist, ich glaube auch nicht, dass es da das absolute Schema gibt, was jetzt ein guter Doktorvater oder Doktormutter ist, genau wie in der Erziehung. Da gibt es viele Erziehungsratgeber, die man sich vielleicht kaufen kann. Aber am Ende sind es doch individuelle Ausprägungen, die dann eine Rolle spielen. Und da, wie jetzt auch Stefan Nickel sagte, da geben die einen zum Beispiel schnelles Feedback, die anderen sagen, nee, warten Sie mal, bis Sie 100 Seiten beieinander haben und ich lese es lieber am Stück. Die einen machen viel Doktorandenseminare, die anderen wenige. Das zu werten ist schwierig, wenn man es schafft, ein Vertrauensverhältnis auch zu dem Doktoranden oder der Doktorandin aufzubauen, ist man, glaube ich, schon sehr, sehr weit. Und wenn man es schafft, diese Balance, wie gesagt, aus selbstständiger Arbeit, man könnte auch sagen, mit Zielvorgaben, aber auch ein guter Sparringspartner zu sein, dann ist das, glaube ich, schon mal auf einem sehr guten Weg. Und jetzt mal angenommen, ich bin mit der Betreuung meiner Promotion unzufrieden. Was kann ich dann tun? Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Natürlich, wenn jemand seine Pflichten vernachlässigt, die er eingeht, die er auch mit einer Betreuungsvereinbarung eingeht, dort sind ja auch einige Dinge festgelegt, dann kommt das vollkommen zu Recht zu Unmut und dann fordere ich auch den Doktoranden auch bei mir auf, diese Dinge wirklich zur Rede zu stellen und dort entsprechend auch ja, das Gespräch zu suchen. Die Kunst natürlich, das ist wie mit Eltern tatsächlich, in dem Fall ist natürlich zu sehen, dass da was nicht stimmt, bevor es zu Unmut kommt. Aber natürlich gibt es da, glaube ich, vielleicht auch so eine Phase der Pubertät, wo dann sozusagen die Kommunikation schwieriger wird. Kann zum Beispiel sein, wenn Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Das kann von betreuender Seite sein, dass man das Thema viel zu groß gewählt hat und man sich jetzt in einem mühsamen Prozess ein bisschen auf was Kleineres einigt. Aber oft auch bei den Promovierenden, dass man glaubt, man verändert mit einer Promotion die Welt. Und das ist toll, wenn man das hinkriegt, aber das ist keine gute Arbeitshypothese. Ich glaube einfach, da muss man rechtzeitig miteinander reden. Und ich glaube, solange man miteinander redet und am KIT gibt es jetzt die Promotionsvereinbarung mit regelmäßigen Terminen, das gibt jetzt auch so einen Rahmen, so unschön, wie ich manchmal so überformalisierte Prozesse finde bei den Sachen. Aber das hilft allen Beteiligten, dass man sich halt regelmäßig treffen sollte. Und ich kenne eigentlich die Probleme immer nur in Ausnahmefällen. Also.
Am FZI machen wir ja Anwendungsforschung. Empfehlt ihr euren Doktorandinnen und Doktoranden unbedingt ein Promotionsthema zu suchen, für das es auch praktische Anwendung letztendlich gibt? Auf keinen Fall. Also zum Beispiel, wenn Sie nur die Codierung von unseren ganzen Bankkarten oder überhaupt Kryptographieverschlüsselung haben, das kommt aus einem Gebiet raus, wo die Leute versucht haben, Fermats letzten Satz zu beweisen. Also ist ja wurscht, was es ist, aber das ist ein Thema, was sogar in der Mathematik völlig bedeutungslos ist, aber die Leute irgendwie gereizt hat, und daraus hat man die Kryptographie mit elliptischen Kurven und RSA-Kodierungen und so Sachen entwickelt. Und nur mit diesen Methoden kann man inzwischen halt Bankkarten verschlüsseln und so. Und ich glaube, wenn man sich hingesetzt hätte und gesagt, wir versuchen mal, die Bankkarten zu verschlüsseln, wären viel schlechtere Lösungen erstmal rausgekommen. Das ist ja das Tolle. Wissenschaft heißt erstmal nur, ich brauche neues Wissen. Ja? Und später muss ich gucken, was ich mit tue. Natürlich, je mehr ich das koppeln kann, und das liegt aber an der betreuenden Person einfach, also wenn ich das Elternthema mal wegmache, aber wenn man dann sagen kann, guck doch mal in die Richtung. Ich glaube, da ist es so, wenn man da die Theorie mit diesen praktischen Fragestellungen zusammenbringt, ist es nicht nur wissenschaftlich spannend, sondern auch ganz praktisch reizvoll. Lieber Stefan, lieber Erik, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für ein Interview mit uns genommen habt. Musik oder Mathe studieren? Vor dieser Frage stand Stefan Nickel als junger Mensch. Da er in den 80ern beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert keinen Erfolg hatte, entschied er sich schließlich für ein Mathematikstudium. Preise und Auszeichnungen gab es für Stefan Nickel im Laufe seiner akademischen Laufbahn dennoch zur Genüge. So gewann er beispielsweise neben dem KIT-Fakultätslehrpreis für herausragende Lehre den Pokal beim FZI-Quiz im Rahmen einer internen Veranstaltung. Da kann man schon mal stolz sein. Seine Leidenschaft zur Musik hat Stefan Nickel übrigens nie verloren. So kam es, dass er bereits bei einigen internen FZI-Veranstaltungen die Aufgabe des DJs übernommen hat. Dass er als Professor am KIT und als Direktor am FZI so viel mit jungen und motivierten Menschen zu tun hat, empfindet Erik Sachs als ein großes Privileg. Am FZI schätzt er zudem die positive Atmosphäre und den kollegialen Umgang untereinander. Aufgrund der intensiven Teamarbeit am FZI ist er sich sicher, dass er von allen Kolleginnen und Kollegen, mit denen er im Laufe der Zeit am FZI zusammengearbeitet hat, noch die Namen weiß. Da Erik Sachs bei seiner Arbeit immer mit viel Leidenschaft dabei ist, geschah es, dass er vor einigen Jahren so vertieft in eine Aufgabe war, dass er einen Feueralarm am FZI nicht bemerkte. Der Direktor saß an seinem Schreibtisch, als ein Feuerwehrmann in voller Montur ihm von hinten energisch auf die Schulter tippte. Zum Glück ist alles nochmal gut ausgegangen.